bekannt aus der Bundespressekonferenz. Man beginnt hier die Pressekonferenzen pünktlich. Und das heißt, dass es jeden Augenblick losgehen müsste. Hier sehen wir die drei nochmal. Jörg Meuthen, Alexander Gauland und Björn Höcke, die Vertreter der AfD. Der Mann, übrigens, den wir hier sehen, der gesagt hat, die Sonne ist über Thüringen aufgegangen und wir hoffen, dass sie bald über ganz Deutschland aufgehen wird. Beziehungsweise im Osten geht die Sonne auf. Wir hoffen, dass sie bald über ganz Deutschland aufgeht, meint damit sich und seine Partei. Und damit, denke ich, fangen wir an und schauen zur Bundespressekonferenz. Zu sagen, die Alternative für Deutschland hat nach Sachsen und Brandenburg nun auch in Thüringen vollen Erfolg erzielt. Wir hatten uns für diesen Herbst Großes vorgenommen. Und wenn man sich es anschaut, dann haben wir in Brandenburg eine Verdoppelung, in Sachsen fast eine Verdreifachung und nun in Thüringen wiederum mehr als eine Verdoppelung. Das heißt, wir sind eindeutig der große Wahlsieger des gestrigen Abends in Thüringen, wie auch der Landtagswahlen im Osten im Ganzen. Wir haben uns in allen drei Ländern hervorragend aufgestellt. Es bestätigt sich, was ich immer wieder sage, was ich an diesem Platz auch schon ein paar Mal gesagt habe. Wir erleben eine Art Zeitenwende. Wir haben ehemalige Volksparteien im Niedergang. Ich habe das hier schon mehrfach gesagt und das war auch gestern wieder zu spüren. Und andere Parteien steigen auf. Wir hatten gestern noch CDU und SPD zusammen bei ziemlich präzise 30%, wohlgemerkt zusammen. Das ist bemerkenswert. Nun ist es so, dass im linkssozialistischen Lager üblicherweise die Grünen vom Niedergang der SPD profitieren. Hier war es nun die Linke, das ist ein thüringisches Spezifikum. Im bürgerlichen Lager ist der Niedergang der CDU eigentlich eine kommunizierende Röhre zu unserem Aufgang. Wenn die CDU um 11 Prozentpunkte sinkt, dann steigen wir um 11 Prozentpunkte. Das haben wir gestern wieder erlebt. Was mich gefreut hat, ganz persönlich, muss ich Ihnen sagen, weil ich die Politik der Grünen sehr skeptisch sehe, ist, dass auch bei dieser dritten Landtagswahl im Osten die Grünen jetzt sehr, sehr schlecht abgeschnitten haben. Es scheint, dass der Hype, der um die Grünen gemacht wird, nun langsam seinem Ende zugeht. Und es würde Sie wundern, wenn ich nicht sagte, das freut uns. Ein weiteres schönes Ergebnis, ein sehr schönes und wichtiges Ergebnis, es gibt keine Mehrheit für Rot-Rot-Grün, nicht in Thüringen, nicht in Deutschland. Das heißt, das bürgerliche Lager insgesamt, dem man uns ja, einige wollen uns dem ja immer nicht zurechnen, irrigerweise, steht aber solide bei über 50%. Das ist ausgezeichnet. Das sind eigentlich die Punkte, die ich machen wollte und mehr habe ich auch gar nicht. An Herrn Gauland, bitte. Ich würde erst mal an Herrn Höcke abgeben, als den Spitzenkandidaten. Ich bin dann der Letzte, wenn ich darf. Dann Herr Höcke, bitte. Jetzt hat mir Jörg Meuthen schon vieles vorweggenommen. Auch von meiner Seite herzlich willkommen. Schön, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Einige habe ich ja schon gestern im Thüringer Landtag gesehen. Einleitend möchte ich mal anmerken, dass mich überrascht, dass die Medien vor allen Dingen vom Wahlsieger Bodo Ramelow geschrieben haben. Das war jedenfalls überwiegend die Überschrift der meisten Medien. Ja, die Linke hat zwar da 3% dazu gewonnen, aber es gibt eigentlich nur einen sehr deutlichen Wahlsieger und das ist die AfD. Jörg Meuthen hat es schon gesagt, mit über 100% Steigerung, eine Leistung, die es noch niemals in der Thüringer Landesgeschichte gegeben hat. Das hat noch keine Partei, die im Landtag schon ist, jemals geschafft und das zeigt, dass wir tatsächlich eine historische Leistung verbracht haben, auf die ich sehr, sehr stolz bin. Viele Thüringer Bürger haben sich auch nicht von der, erlauben Sie mir diese Bemerkung, sehr verehrte Pressevertreter, sehr einseitigen Medienberichterstattung im Vorfeld der Wahl beeindrucken lassen. Ich möchte in dem Zusammenhang fast schon von Manipulation reden. Das wird immer weniger wirkungsvoll und das ist eine Tendenz, die gut ist. Sie kennen meine Position dazu. Ich begrüße das grundsätzlich sehr. Was von meiner Seite unbedingt noch ergänzt werden muss, ist, dass wir nach ersten Analysen, außer die Alterskohorte Ü60, alle Alterskohorten gewonnen haben. Alle vier Alterskohorten unterhalb der Ü60-Kohorte sind von uns gewonnen worden. Man kann also sagen, dass die Regierung Ramelow von den Rentnern gerettet worden ist. Und ich glaube, das sagt auch schon sehr viel aus über das Wählerklientel der Partei Die Linke in Thüringen und im Osten allgemein. Zum Höhenflug der Grünen hat Jörg Meuthen schon richtig ausgeführt. Wir haben in Thüringen ein Land, das ja, Gott sei Dank bevölkert ist von Menschen, die es den Grünen sehr schwer machen. Thüringen ist praktisch das, wie soll ich sagen, das Gegenteil von Berlin, muss ich vielleicht nur so ausführen, was den Wohlfühlfaktor der Grünen angeht. Auch das ist eigentlich eine schöne Ausgangslage. Die SPD ist keine Volkspartei mehr nach den drei Ostwahlen. Das ist klar, eine Partei, die dreimal einstellig wird, ist leider als Volkspartei Geschichte. Die CDU ist noch eine Volkspartei, aber eine alte, vergehende Volkspartei. Wir
haben als AfD jetzt in diesen drei Ostwahlkämpfen mit durchschnittlich 25% abgeschnitten. Wir haben, wie ich schon ausführte, fast alle Alterskohorten gewonnen. Wir sind die junge, vitale Volkspartei des Ostens. Und davon bin ich überzeugt, dass wir gemeinsam in den nächsten Jahren diese AfD zu einer jungen, vitalen Volkspartei Gesamtdeutschlands entwickeln werden. Und wir werden in Thüringen weiter unseren Beitrag dazu leisten. Was abschließend von mir noch zu bemerken ist, ist auch, dass es uns gelungen ist, als AfD die meisten Nichtwähler zurück zur Wahlurne zu bekommen. Mehr als die anderen Parteien, glaube ich, sogar zusammengenommen. Ein Effekt, den wir schon nach der Sachsenwahl und nach der Wahl in Brandenburg zu verzeichnen hatten. Das macht uns stolz. Endlich gibt es wieder etwas zu wählen und das tut der Demokratie gut. Und deswegen ist die AfD wichtig für diese Demokratie. So, vielen Dank erstmal von meiner Seite. Herr Gauland, bitte. Ja, meine Damen und Herren, lassen Sie mich noch eine Bemerkung über die CDU machen. Wenn Sie sich das Wahlergebnis anschauen, dann gibt es in Thüringen eine bürgerliche Mehrheit, CDU, FDP und AfD. Aber ich habe das schon mitbekommen, die CDU geht einen anderen Weg. Herr Moring hat jetzt von Frau Kamp-Garrenbauer erbeten, dass er mit Herrn Ramelow Gespräche führen kann. Da kann man nur sagen, das ist eine gute Idee, damit die CDU endgültig untergeht. Denn die ersten Stellungnahmen gibt es ja schon von Carsten Dinnemann, der gesagt hat, sie hört als Volkspartei auf zu bestehen, wenn sie diesen Weg geht. Und ich bin mal sehr interessant, wenn es eine solche Regierung in Thüringen gibt, finde ich sehr interessant, was dann CDU-Mitglieder in Baden-Württemberg oder gar die CSU in Bayern oder in Nordrhein-Westfalen sagen. Also ich glaube, der Weg für die CDU führt ins Nirvana. Und es wäre wichtig, die bürgerliche Mehrheit, die die Wähler gewollt haben, umzusetzen. Aber das ist Aufgabe der Basis der CDU, die sich gegen eine solche Politik natürlich wehren muss. Mehr will ich jetzt dazu nicht sagen. Dann beginnen wir mit Fragen hier vorne rechts, bitte. Herr Kollege, wenn Sie sich kurz vorstellen. Bild-Zeitung. Herr Gauland, Sie haben ja gestern gesagt, es hat mich überrascht, dass Sie Björn Höcke in der Mitte der Partei sehen. Da würde mich interessieren, wer ist aus Ihrer Sicht eigentlich rechts? Und von Herrn Höcke, was macht Sie mittig? Also, ich wusste, dass das die erste Frage ist. Ist mir heute früh schon gestellt worden. Ich habe keineswegs die Gesäßgeografie der französischen Nationalversammlung gemeint zwischen links, rechts und Mitte. Das interessiert mich nämlich auch nicht. Sondern ich habe klar gesagt, dass Björn Höcke mitten in der AfD steht und so ist Mitte ja auch zu verstehen. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Dr. Gauland hat das wunderbar erklärt. Dem ist nichts hinzuzufügen. Herr Jung, bitte. Herr Gauland, Herr Höcke darf laut Gerichtsurteil als Faschist bezeichnet werden. Er gilt als Rechtsextremer. Das heißt, in der Mitte der Partei steht und ist ein Faschist. Herr Gauland, habe ich Sie richtig verstanden? Sie wissen, dass es Unsinn ist. Sie wissen, dass bei uns die Meinungsfreiheit in manchen Dingen für mich zu weit geht. Ich würde jetzt zum Beispiel nicht wiederholen, was auch die frühere Bundesministerin und Grünen-Abgeordnete genannt werden darf. Ich will das gerade weglassen. Also diese Art von Zuschreibungen wollen wir gar nicht erst aufrufen. Denn natürlich ist die Meinungsfreiheit leider etwas, was manchmal in einer Weise repräsentiert wird, die ich persönlich für falsch halte, auch wenn es um eine Grüne wie Frau Künast geht. Und von daher ist es natürlich völliger Unsinn, dass Herr Höcke ein Faschist ist. Und von daher muss ich mich mit den Themen nicht weiter auseinandersetzen. Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass die Menschen nicht mehr wissen, was Faschismus ist. Ich habe als Kind noch erlebt, wie mein Vater von der Gestapo vernommen wurde, weil er mit einigen Offizieren befreundet war, die im Ersten Weltkrieg waren und dann im Umkreis des 20. Juli standen. Und kurz nach 45 ist mein Vater dann von der GPU verhört worden. Ich habe das dumme Gefühl, die Leute, die so reden, wissen nicht mehr, was Faschismus ist. Und deswegen halte ich überhaupt nichts davon, solchen Zuschreibungen auch nur zu diskutieren. Zusatz?
Das Gericht wertet die Zuschreibung ja auf Basis einer überprüfbaren Tatsachengrundlage, dass Herr Höcke ein Faschist ist. Herr Gauland, das stört Sie offenbar nicht. Der Mann hat unter dem Pseudonym Landolf Ladig NS-verherrlichende Texte laut Verfassungsschutz und auch Ihrem AfD-Bundesvorstand veröffentlicht. Das kann ja nicht Ihr Ernst sein. Und Herr Höcke, werden Sie eigentlich gegen dieses Urteil, dass Sie Faschist genannt werden dürfen, vorgehen? Oder ist das Ausdruck eines funktionierenden Rechtsstaates? Ich denke, Herr Dr. Gauland hat dazu eigentlich ausgeführt, viel ist da nicht zu ergänzen. Wir haben das Problem, dass wir mittlerweile in einer Zeit leben, in der sogar angeblich gebildete Menschen, also die Inhaber eines akademischen Abschlusses sind, nicht mehr über das Minimum historischer Bildung verfügen. Wir haben weiterhin das Problem, dass die Begriffe nicht mehr trennscharf gebraucht werden, sondern inflationär als Kampfbegriffe in die politische Arena geworfen werden, um kurzfristige Erfolge zu generieren. Heutzutage ist jeder ein Nazi, der nicht sagt, Deutschland verrecke. So kann man das schon fast auf den Nenner bringen. Das heißt, diese Begriffe sind entwertet worden, sind nicht mehr trennscharf und können wahrscheinlich von den meisten gar nicht definiert werden. Ich weiß nicht, ob Sie den Begriff Faschismus überhaupt inhaltlich erklären könnten, jetzt mal in 5 Minuten. Über die Probe möchte ich gar nicht machen. Also das ist der Zustand der Sprache, leider, muss ich sagen. Herr Höcke. Ich verstehe Sie nicht. Also jetzt, sehr geehrter Herr, wie war Ihr Name nochmal? Ob Sie das Urteil anfechten werden, Herr Höcke? Wir reden doch jetzt über die Thüringer Landtagswahl, nicht wahr? Ja, aber Sie denken, wir sollten dahin zurückkehren. Werden Sie dagegen vorgehen? Das war die Frage. Danke. Also nein. Herr Gavrilis, zu diesem Komplex? Ja, zu dem Komplex. Mich würde mal interessieren, Herr Gauland oder Herr Meuthen, ob Sie das Buch von Herrn Höcke nie zweimal in denselben Fluss gelesen haben. In Auszügen. Ich ja, wollte. Noch ist veröffentlicht wurde. Von unseren bevorstehenden, ich zitiere, Volkstod durch den Bevölkerungsaustausch. Es werde ein groß angelegtes Remigrationsprojekt notwendig sein. Und bei dem werde man, so fürchte, eher nicht um eine Politik der wohltemperierten Grausamkeit herumkommen. Und wenn einmal die Wendezeit gekommen sei, dann machen wir Deutschen keine halben Sachen. Teilen Sie inhaltlich diese Sätze. Ich weiß nicht, ich habe die Sätze gelesen. Ich kann nicht finden, dass das etwas ist, was man nicht schreiben darf. Meiner Ansicht nach ist das Buch auch in keiner Weise auf dem Index. Von daher, was soll die Frage? Ich bin nicht mit allen Positionen einverstanden. Ich bin auch nicht mit allem, was Herr Höcke sagt, einverstanden. Und er ist nicht mit allem, was ich sage, einverstanden. Aber wir sind in den Grundzielen der Partei natürlich völlig einer Meinung. Und da interessiert mich jetzt ein Buch nicht. Sie können auch in Büchern von mir Sätze finden, die Ihnen nicht gefallen. Das ist aber hier nicht zu diskutieren. Vielleicht der Zusatz dazu? Zusatz, können Sie vielleicht von den genannten Zitaten sagen, welche Sie inhaltlich teilen und welche nicht? Ich meine, das Buch hat... Ich denke gar nicht dran, einzelne Zitate, die Sie herausgreifen, in irgendeiner Weise jetzt zu kommentieren und so mit Zensuren zu versehen. Das ist ein Buch, das ist ein Gesamtwerk und da kann man unterschiedlicher Meinung sein und man kann bei bestimmten Zitaten sagen, das könnte man auch anders ausdrücken, völlig richtig, aber das ist hier nicht sozusagen Literaturkritik und von daher werde ich mich auch an Literaturkritik nicht beteiligen. Und da Sie mich auch ansprachen, man muss nicht mit jedem Duktus einverstanden sein. Aber dass wir massive Veränderungen in der Bevölkerungsstruktur haben und dass sie nicht zum Vorteil dieses Landes sind, das wird man nur noch ganz tatsachenorientiert feststellen können. Schauen Sie, wir haben eine Nettoabwanderung von 100, also eine Abwanderung, Bruttoabwanderung von 140.000 jungen, gut ausgebildeten Menschen pro Jahr. 60.000 kommen zurück, bleibt ein Nettoabfluss von 80.000 Menschen, die überwiegend hier groß geworden sind, die indigene Deutsche sind, die hier einen Kindergarten, eine Schule, eine Ausbildung oder eine Universität durchlaufen haben. Die verlassen dieses Land dann. Das heißt, wir haben eine ganz klare Produktivitätsabwanderung. Zugleich haben wir eine massive, unbestreitbare Sozialmigration in dieses Land hinein. Wie immer man das nun in der Formulierung nennen will, aber hier passiert tatsächlich demografische Veränderungen in der Bevölkerungsstruktur, die unserem Lande, ich drücke das mal höflich aus, nicht dienlich sind. Und das ist eine bewusst zurückhaltend gewählte Formulierung.
Frau Kollegin, bitte, wenn Sie sich kurz vorstellen. Sabine Amorde von der Taz. Herr Meuthen, ich wüsste gerne, ob Sie die Einschätzung von Herrn Gauland teilen, dass Herr Höcke in der Mitte der Partei stehe und diese nicht nach rechts rücke. Also, es hätte mich ja auch überrascht, wenn ich das nicht auch gefragt hätte. Ich finde auch, das war doch völlig klar. Liebe Frau Amorde, so wie Herr Gauland das erklärt hat, und er ist kein Freund des alten Links-Rechts-Kontinuums, kann ich das nachvollziehen. Ich würde einige Positionen von Herrn Höcke, wenn ich sie in das Links-Rechts-Kontinuum einordnen müsste, nicht als mittig klassifizieren. Das ist auch bekannt. Andere würde ich eher als links einordnen. Vielleicht könnte man spaßeshalber sagen, gesellschaftspolitisch deutlich rechts, wirtschafts- und sozialpolitisch deutlich links, ist im Durchschnitt dann mittig. Ja, so könnte man das etwas ironisch formulieren. Ich würde ansonsten dieser Einschätzung so, wenn Sie den Satz isoliert nehmen, nicht teilen. Das wundert Sie aber auch nicht. Frau Kollegin, bitte. Ja, ich fand das auch nicht wenn so... Wenn auch Sie sich kurz ja, vorstellen. Ja, Klaasmann von dpa. Herr Gauland, es tut mir leid, ich fand das jetzt auch nicht so verständlich. Sie haben zwar gesagt, was Sie nicht meinen, nämlich das Rechts-Links-Schema mit dieser Äußerung, aber was Sie sonst da als mittig empfinden, habe ich auch nicht verstanden. Meinen Sie, dass er von allen gleichermaßen geschätzt wird? Es würde mich ein bisschen wundern, weil es gab ja auch da so Unterschriftenaktionen, die sich also gegen seine Strömung in der Partei richteten. Also vielleicht erklären Sie es noch mal für alle. Also ich weiß nicht, ob man durch zweimal erklären eine Sache besser versteht. Er steht mitten in der Partei. Das habe ich gesagt, das habe ich ausgedrückt. Und dabei ist mir völlig egal, ob er jetzt mitten in der Partei etwas linker steht, Herr Meuthen hat zu Recht auf die Sozialpolitik gewiesen, oder mitten in der Partei bei der Identitätsfrage und historischen Fragen etwas rechter. Das war nicht meine Aussage, sondern er steht mitten in der Partei. Und wenn jemand als Spitzenkandidat von Thüringen knapp 25% der Wähler hinter sich vereinigt, dann ist er bestimmt keine Randfigur. Und genau das und nur das habe ich ausgedrückt. Zusatz? Das heißt also, jeder, der nicht eine Randfigur ist, weil er zum Beispiel von einem Parteiausschlussverfahren bedroht ist, steht in der Mitte der Partei, in dieser Logik? Nein, natürlich nicht. Und Höcke ist nicht von einem Ausschlussverfahren der Partei bedroht. Aber natürlich würde ich von Herrn Gideon oder Frau Sein-Wittgenstein das in keiner Weise sagen. Wie käme ich dazu? Und es ist auch völlig richtig, dass Herr Paczterski gestern in der Sendung bei Anne Will an einer Stelle gesagt hat, naja, von manchen möchte ich mich trennen. Das sind die Namen, die ich genannt habe. Das hat mit Herrn Höcke aber überhaupt nichts zu tun. Herr Kollege, bitte. Herr Kollege, Sie hatten sich auch gemeldet. Eine Frage im Grunde an alle. Sie haben es schon angesprochen. Können Sie sich kurz vorstellen, bitte? David Zions, ARD-Hörfunk. Sie haben schon selbst gesagt, dass Sie vor allem aus dem Lager der Nichtwähler Stimmen gewonnen haben, anders als bei den Wahlen in den westlichen Bundesländern, wo Sie ja vor allem von der CDU gewonnen haben. War es in dem Fall so, dass wirklich vor allem die Nichtwähler AfD gewählt haben. Was glauben Sie, woran das liegt? Ich kann Ihnen sagen, woran das liegt, also meiner Meinung nach. Wie gesagt, die Tiefenanalyse ist jetzt für Thüringen noch nicht erfolgt, dazu war noch nicht die Zeit. Erstens, wie ich das eingangs schon sagte, es gibt da endlich mal eine Partei, die sich vom Altparteien einerlei unterscheidet. Sehen Sie, das ist das wichtigste Signum einer erstarrten Parteiendemokratie, wie sie Richard von Weizsäcker Anfang der 90er Jahre schon definiert hat, dass die Parteien sich inhaltlich immer mehr annähern. Gucken Sie auf die großen Politikfelder der Euro-Rettungspolitik, der Energiewendepolitik oder der Einwanderungspolitik. Von Nuancen abgesehen, sprechen die Altparteien von der Linken bis zur CDU mehr oder weniger mit einer Stimme. Und auf einmal ist da eine Partei, die genau in diesen drei zentralen Politikfeldern, in denen sich die Zukunft dieses Landes entscheidet, meiner festen Überzeugung nach, tatsächlich alternative Positionen ausgebildet hat und jetzt auf einmal das demokratische Angebot wieder verbreitert. Das ist eine wesentliche Ursache. Es gibt wieder etwas zu wählen mit der Alternative für Deutschland. Jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Ach so, das Zweite ist meiner Meinung nach, dass wir, weil wir auch von Ihnen, und das ist jetzt kein Pauschalurteil, ich weiß, es gibt auch viele rhetorische Journalisten bei den etablierten Medien, weil wir von Ihnen so ein bisschen
naja, falsch gezeichnet werden. Jetzt drücke ich mich mal ganz diplomatisch aus. Gibt es ganz viele Solidarisierungseffekte in der Bevölkerung, gerade bei den Nichtwählern, die mit den Altparteien schon abgeschlossen haben, weil sie die Phrasologie, die leider von vielen gepflegt wird, nicht mehr ertragen können. Ja? Wir müssen wieder wahrhaftiger werden als Politiker. Die Menschen wünschen sich Politiker auch mit Ecken und Kanten, die ihnen nicht nur nach dem Munde reden, sondern die auch für klare Positionen stehen. Und ich glaube, das honorieren die Menschen, diese Authentizität, die gerade von AfD-Politikern personifiziert sind. Und weil Sie mich jetzt schon indirekt oder direkt immer mal wieder jetzt angegriffen haben in dieser Veranstaltung hier, ja, natürlich habe ich auch Fehler gemacht in meinem Auftreten. Ich war 15 Jahre Lehrer, war in einem bürgerlichen Beruf und habe das Politikerdasein niemals gelernt und bin auch froh, dass ich das nicht gemacht habe, dass ich keine klassische Parteikarriere gemacht habe, die mich abgeschliffen hätte. Aber ich glaube, die Menschen verzeihen mir das auch, weil sie spüren, dass ich das ernst meine, was ich will und was ich sage. Und das ist etwas, was eher wieder positiv gesehen wird. Und von daher, davon gibt es einige in unserer Partei, die Ecken und Kanten haben. Und das tut den Menschen gut und die Menschen freuen sich, dass es wieder Ecken und Kanten in der Politik gibt. Herr Gauland und Herr Meuthen waren auch gefragt. Dem mag ich nichts hinzuzufügen. Okay. So oder so ist es eine erfreuliche Geschichte. Das kann eigentlich nur jeden freuen. Die Wahlbeteiligung ist von 52, auf 66 gestiegen. Ob man uns nun glühend ablehnt oder vehement befürwortet, die Menschen sehen, dass sie etwas zu wählen haben, gehen in deutlich höherer Zahl zur Wahl. Wie auch immer man das Wahlergebnis bewertet, das ist positiv zu bewerten. Dann Herr Kollege, bitte. Martin Schmidt vom ARD Fernsehen. Herr Gauland, Herr Höcke hat jetzt ein sehr gutes Ergebnis eingefahren. Sie sagen, er steht in der Mitte der Partei. Würden Sie sich eigentlich wünschen, er würde mehr Verantwortung in der Partei übernehmen? Stehen ja jetzt auch Bufo-Wahlen an. Das entscheidet der Parteitag und Herr Höcke entscheidet darüber, für welche Position er kandidiert. Das habe ich nicht zu kommentieren und nicht zu bewerten. Im Übrigen aus meiner früheren CDU-Mitgliedschaft weiß ich, dass Landesverbände, die einen großen Wahlsieg eingefahren haben, das gilt aber jetzt nicht nur für Herrn Höcke, das gilt auch für Sachsen und Brandenburg, natürlich im Vorstand gewisse Ansprüche stellen. Das ist in jeder Partei so und ist keine AfD-Spezialität. Von daher könnte ich mir vorstellen, dass die ostdeutschen Landesverbände sagen, wir wollen noch stärker repräsentiert sein. Das ist ganz normal. Zusatz? Genau, eine Zusatzfrage an den Herrn Höcke. Sie hatten das ja auch schon mal relativ unauffällig angekündigt, dass Sie sich nach der Wahl jetzt leidenschaftlich dem Bundesvorstand widmen wollen. Was bedeutet das jetzt? Was kommt da jetzt auf die Partei zu? Ja, ich muss mich korrigieren. Morgen werde ich erst mal die Fraktion gründen in Erfurt und danach werde ich mich dann mit Leidenschaft dem Bundesvorstand bzw. der Vorbereitung der Wahlen widmen. Nein, was kommt auf die Partei zu? Das hat da schon wieder so eine Einfärbung, diese Frage. Herr Dr. Gauland hat das richtig ausgeführt. Ja, Wahlsieger wollen natürlich auch repräsentiert werden in den wichtigen Gremien der Partei. Das ist normal. Und ich denke, wir haben einen Anspruch als Osten, deutlich repräsentiert zu werden. Ja, ich bin der festen Überzeugung, dass der Wahlerfolg im Osten und dass die Volksparteiwerdung im Osten auch was mit unserem Ansatz des solidarischen Patriotismus zu tun hat. Und ich glaube auch, dass dieser solidarische Patriotismus das Erfolgsmodell für die Gesamtpartei sein kann und sein sollte, wenn wir in den nächsten Jahren dann eine gesamtdeutsche Volkspartei werden wollen. Und das wollen wir ja. Und von daher wünsche ich mir natürlich auch im Bundesvorstand Repräsentanten unserer Partei, die diesen Ansatz auch wirklich repräsentieren können, ja, und dafür stehen, authentisch dafür stehen. Habe ich eine Wortmeldung gesehen rund um dieses Mikrofon? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Ja, das war aber nicht rund um dieses Mikrofon. Dankeschön. Ich hatte aber Sie, glaube ich, gesehen. Bitte. Ist es nicht an? Eins davor. Es ist so toll. Jetzt ist es an, ja, von der Frage. Herr Meuthen. Können Sie sich kurz vorstellen, ja, bitte? Jan Sternberg, Redaktionsnetzwerk Deutschland. Herr Meuthen, Herr Höcke hatte gerade gesagt, der solidarische Patriotismus, wie er ihn nennt, wäre ein Erfolgsmodell für die Gesamtpartei. Wie sehen Sie das? Ist er das? Und zum Bundesvorstand noch einmal die Frage.
Sie frage ich jetzt nicht, ob Sie kandidieren. Herrn Gauland frage ich auch nicht, ob er kandidiert, weil ich weiß, dass er es wieder offen lassen wird. Herr Meuthen, würden Sie sich freuen, wenn Herr Höcke kandidiert und für welche Position? Und noch eine Frage an Herrn Höcke. Sie hatten eben gesagt, Sie haben auch Fehler gemacht in Ihrer Politikerkarriere. Könnten Sie welche nennen? Und ich habe vorhin gesehen, als der Kollege über Landolf Ladig sprach, das hat ja nicht nur er aufgebracht, sondern auch Frau Lengsfeld im Wahlkampf. Wäre nicht es hier ein guter Zeitpunkt, klar zu sagen, dass Sie nicht Landolf Ladig waren und nicht diese Artikel verfasst haben? Gut, dann mache ich mal den Anfang. Schauen Sie, wenn Sie den Begriff solidarischer Patriotismus nehmen, dann ist das auch erstmal wieder ein Etikett. Das ist ein Etikett wie andere sagen Neoliberalismus oder sonst was. Man muss schauen, was sich dahinter verbirgt. Ich bin großer Freund von Pragmatismus. Ich stehe auf der Position der sozialen Marktwirtschaft, das ist von mir bekannt. Sofern das, was Herr Höcke und andere unter solidarischem Patriotismus verstehen, auf der Basis der sozialen Marktwirtschaft basieren sollte, sehe ich da überhaupt keinen Dissens. Grundsätzlich ist von mir bekannt, dass ich da einen sehr freiheitlichen Ansatz pflege. Und ich glaube, es ist sicherlich zutreffend, und Björn Höcke würde dem auch nicht widersprechen, dass wir in Teilen da unterschiedliche Ansätze haben. Das ist aber normal. Wir sind eine Partei, die nicht eine kleine Klientelpartei ist, sondern wir stellen uns gerade als Volkspartei auf. Und wenn Sie die Wahlerfolge sehen, kann man auch nicht in Abrede stellen, dass wir darin sehr weit fortgeschritten sind. Wenn das so ist, dann müssen wir logischerweise ein gewisses Spektrum haben. Und dass man dann innerparteilich um Mehrheiten ringt auf eine zivilisierte Art und Weise, ist ein völlig normaler Vorgang. Genau das tun wir. Und ich halte es auch übrigens nicht für aussichtslos. Ich habe immer gefragt, kommt es da zum großen Duell beim Sozialparteitag? Ich glaube überhaupt nicht, dass es dazu kommt, weil wir nämlich im Vorfeld eines Sozialparteitages Gespräche führen und schauen, wo wir zusammenfinden. Und in den Zielsetzungen unterscheiden wir uns überhaupt nicht. Wir unterscheiden uns, und zwar nicht gering, in der Frage der Finanzierung. Darüber muss man reden, dann muss man schauen, ob man da zusammenkommt. Und wenn man nicht zusammenkommt, geht man mit alternativen Ansätzen rein und entscheidet das. Das ist innerparteilich gelebte Demokratie und ich halte das für eine ganz sportliche und auch extrem wichtige Angelegenheit. Und wo wir beim Begriff des Sportlichen sind, will ich den zweiten Teil Ihrer Frage beantworten, ob ich mich freuen würde, wenn Björn Höcke kandidiert. Ich freue mich grundsätzlich über Wettbewerb, weil Wettbewerb einer Gesellschaft, auch einer Partei immer gut tut. Und wenn wir auch einen innerparteilichen Wettbewerb um Positionen haben, dann finde ich das erfreulich. Ob Björn Höcke nun kandidiert oder nicht, da fragen Sie jetzt hier den Falschen. Der sitzt zwei Plätze weiter und der kann sich ja gerne dazu erklären. Ich halte es angesichts der von ihm geäußerten Kritik an der Zusammensetzung des Bundesvorstandes aus dem Juli jedenfalls für durchaus folgerichtig, wenn er es täte. Und das ist eigentlich das, was ich dazu sagen kann. Ob er nun konkret reingeht und wenn ja, auf welcher Position, auch die Frage werfen Sie auf. Mit Verlaub, das müssen Sie Björn Höcke fragen. Und dann muss, so ist das nun mal in der Partei, dann muss der Bundesparteitag, sprich die 600 Delegierten, darüber entscheiden. Und das Ergebnis, das ist dann das Ergebnis der gesamten Partei, das wir alle respektieren werden. So wird